So, jetzt müsste es laufen. Ich mache noch mal eine ganz einfache Erklärung für den Geist, dass ich jetzt dieses ganze Holofeeling und seine ganze eigenständige Welt ausdenke. Dass wenn du dich mit Holofeeling intensiv auseinandersetzt, zum Beispiel mit den ganzen Updates, die gibt es ja schon seit normal gedacht, seit vielen Jahren, dass jede Kleinigkeit, die in dir auftaucht, das, was ich dir zeige, was ich in dir auftauchen lasse, sind Beweise. Wenn das einer nicht mitnimmt, und das siehst du an dem heutigen Update, dass da keine Zufälle gibt. Jedes Lied, jede Kleinigkeit, jeder Zeitungsartikel hat eine unendliche Tiefe und ist ein Puzzlestück von dem heiligen Ganzen. Und wenn man jetzt die letzten Selbstgespräche sich anhört, die sind so konzentriert in ganz einfachen Worten, wo ich immer wieder darauf hinweise, du musst einen Zustand kriegen, dass du vollkommen wertfrei schaust. Geist werdet nicht, sondern er schaut, wie die Figuren in seinem Traum einseitig werden. Das ist das Zerbrechen des Gefäßes der Tasse. Und was dich blind macht, und jetzt mache ich wieder eine schöne Metapher mit unserem Meeresspiegel. Du denkst jetzt einfach einmal einen Weiher, bei uns im Weißenburg übrigens heißt an der Stadtmauer der Weiher ist der Seemeier. Und wir haben jetzt diese See, ist ja das Lamm. La. Ich mache den einmal rot. Der Lichtschöpfer ist MM. MM wiederum 2M kann ich auch Mem im schreiben, weil die Im ist die Dualendung. Das heißt, es ist vom Meer, das ist von El Hayon. Das muss man natürlich Grundlagen kennen, aber ich will eine schöne Metapher machen, was dich blind macht. Da gibt es wieder zwei Seiten, die dich blind machen, die jetzt im ersten Moment im Widerspruch stehen. Und jetzt denkst du dir einfach diesen Seeweiher, und das ist ja, wenn da trübes Wasser. Und alles, was da auf den Seeweiher rumschwimmt, zum Beispiel die Enten, die siehst du sofort. Das ist das, was auf der Oberfläche einseitig austaucht. Auftaucht, Entschuldigung. Das ist auch wie ein Baum. Ich sage immer wieder, der Baum mit den Wurzeln breitet er sich in der Erde, Adama, im erweckten Wissen aus, aber mit dem Baum, da schaut er raus. Es sind auch hier diese zwei Seiten, ein Stamm, oben die Blätter und unten das Wurzelwerk in der Erde. Das sind alles grobe Metaphern. Deine Traumwelt ist eine Traumwelt, die besteht aus Symbolen. Und jetzt sehen wir oben die Enten und jetzt gehen wir an das Wasser hin und dann wirst du feststellen, weil das Wasser trüb ist, was unmittelbar unter der Wasseroberfläche ist, ich sage mal so 20, 30 Zentimeter, wenn da Karpfen schwimmen, die siehst du auch. Und alles, was tiefer ist, siehst du nicht mehr. Und was will ich dir damit sagen mit dieser kleinen Metapher? Dass du zuerst einmal als normaler Mensch bloß auf das achtest, was Information ist. Und du kannst dir bewusst machen, was unmittelbar unter deiner jetzt wahrnehmbaren Information ist, wenn du dir Gedanken machst. Das ist zum Beispiel, am Computer habe ich die Metapher, wenn wir jetzt an Skype denken, ist dir vollkommen bewusst, dass im Hintergrund zwangsläufig das Programm Skype laufen muss. Dieses Programm Skype existiert aber nicht als Existenz in deinem Kopf, wenn du es nicht denkst. Das ist aber da, dass ich sage, das ist die unmittelbare Schicht unter dem, was da ist, das du sichtbar machen kannst, wenn du dich jetzt fragst, warum kann ich skypen, weil du ein Skype-Programm im Arbeitsspeicher läuft. Oder ein Internet. Das sind lauter Sachen, die erst dann existere aus der Einheit, aus dem Kontinuum heraustreten und zu einer Existenz werden, wenn du das denkst. Weil existieren sind deine Informationen und die unterliegen einem ständigen Wechsel. Genau. Jetzt pass auf, jetzt schaust du einfach, ich erkläre was in einem Selbstgespräch. Können auch andere Gespräche sein, aber ich bleibe jetzt gezielt bei meinen Selbstgesprächen und ich sage dir jetzt die zwei Arten, die unter deiner Oberfläche schlummern, die sich genau widerspiegeln, die dich absolut blind machen, was gar nicht nötig wäre. Die erste Art ist, dass du dich selber als unwissend dumm darstellst. Und du hörst jetzt diese ganz einfachen, klaren Worte. Ich benutze mal nochmal dieses Wort in einem ganz einfachen Deutsch. Und du hörst es ständig. Und wenn du dir jetzt Gedanken machst, was du feststellen, und das musst du jetzt in die Existenz heben, dass da unmittelbar in der Schicht drunter, die man jetzt in die Existenz heben, dieses ist, ach, das ist mir zu kompliziert und das komme ich nicht mit und das ist ja so schwer und da müsste ich so viel lernen, da müsste ich ja so viel lesen. Dieses, ich habe jetzt in Worten was ausgedrückt, was eigentlich nur ein Zustand, nicht nur einmal ein Gefühl ist, vielleicht ein Hauch von einem Gefühl. Und wenn dieses Geschwätz weg ist und du würdest einfach zuhören, neugierig zuhören, würdest du feststellen, dass es die einfachsten und die klarsten Worte sind. Dass wenn ich jetzt zum Beispiel sage, wenn du jetzt an Menschen denkst, denkst du an Säugetiere, an Affen, gehen an Wikipedia. Der Mensch, ein Primat, gehört zur Gattung der Primaten und das sind sterbliche Säugetiere. Und dazu gehört, dass die alle nachäffen. Das heißt, was du jetzt dir an Informationen über das Internet aus dem Computer ziehst,
Ich sage, egal welche Seite du aufschlägst, ich zeige dir tausende von Seiten, wo zum selben Thema das genaue Gegenteil oder was ganz was anderes behauptet wird. Und all die Menschen, diese Affen, die du dir jetzt ausdenkst, ob das wissenschaftliche Seiten sind, medizinische Seiten, Lebensberaterseiten, wenn diese Pixelmännchen oder auch live, real, in einem Vortrag, wenn du bist, den Mund aufmachen, bring mir irgendjemanden und ich sage dir, was er nachhilft. Genau. Ausnahmen, wir brauchen natürlich eine Gegenseite, sind zum Beispiel Künstler, Ja. Genau. die Musik komponieren, die Texte schreiben. Aber was machen die, wenn ihnen nichts einfällt? Genau. Das heißt, wenn du jetzt wirklich weißt, ich bin der Erste, es ist dir doch eingefallen. Und wo meinst du, wo du das her hast? Darum sind ja all die Texte, all das, was ich in den Update bringe, passt lückenlos in das Puzzle zusammen. Du musst irgendwann einmal an Wunder glauben. Da gibt es auch in den Offenbarungen eine schöne Stelle. Ein Zeuge dir wird niemals Wunder erleben, weil die Grundvoraussetzung, ein göttliches Wunder zu erleben, setzt voraus, dass du an irgendwas wie Gott glaubst, an ein höheres Wesen. Versuch dir das gar nicht erst auszudenken. Es sitzt in dir drin. Ich bin in dir, das innerste Zentrum. Wir spiegeln jetzt schon wieder die normale Logik. Und jetzt ist es so, erst wenn du an einen Schöpfer glaubst, und jetzt haben wir nicht den Schöpfer schon wieder zwei. Du bist hundertprozentig sicher, der Schöpfer, für jeden Gedanken, den du denkst, baust du in dir eine Information auf. Aber wo kommt das Wissen her? Von außen? Wenn du nachäffst, scheint es von außen zu kommen. Aber von außen kommt gar nichts, du bist ein träumender Geist. Das muss man umkehren. Und das ist jetzt einmal die erste große Erkenntnis, dass also hier ein Zeuge dir und jeder, der nicht an Gott glaubt, ist bei eigener Definition ein Zeuge dir, wird niemals göttliche Wunder erleben. Und wir reden jetzt wieder von Menschen, die wir uns ausdenken. Das göttliche Wunder kann nur ein aller einzig erleben, nämlich der Geist, der träumt. Und das bist du. Dat am Assi heißt es nochmal meinen Up Arni Schaden. Ich bin der, der ich bin. Und ich bin jetzt zurückgekehrt in dir. Wenn ich wiederkomme, werde ich wiedergeboren in deinem Kopf. Aber es geht nicht um diesen Brösel, den du dir ausdenkst, weder um den Udo noch an den Affen, an den du denkst, wenn du jetzt an dich selber denkst. Es geht um den, bei Holophilen dreht sich alles um den, der sich das ausdenkt. Und da gibt es nur einen einzigen, das ist der träumende Geist. Das ist eine ganz simple Logik. Und wenn du nicht sagst, unmöglich, und wenn dieses Geschwätz vollkommen weg ist, dann wirst du feststellen, jeder 13-Jährige, der meine Gedankengänge mitgeht, der neugierig ist, das ist, wenn ihr nicht wieder werdet wie die Kinder. Die Sache mit dem Nikodemus. Solange du glaubst, du wurdest aus einer Frau geboren, bist du Fleisch, bist du verwegliches Fleisch. Das ist jetzt negativ, aber Fleisch ist ja nehmet hin, das ist mein Fleisch, die göttliche Botschaft. Weil das wieder die Filmperspektiven sind. Ich sage jetzt nur wieder Krebs, dann solltest du wissen, was ich meine. Du musst aufhören, ein Wort einseitig auszulegen. Das kann man dann schön machen, wie unser Dieter Mieuske. Es ist halt nur Weinrebstil und es ist auch noch so fehlerhaft bei vielen Sachen, wenn du jetzt da das in dem Update, diese kleine Stelle, wo es mit dem Cup geht, zum Beispiel mit der Hirnwichserei. Da, wenn man stücksicht das ganze Video aufmerksam zuhört, wenn ich jetzt da dabei sitze, werde ich dir sagen, wenn er zum Beispiel die Schlangengeschichte erklärt, da bin ich ja auch etwas darauf eingegangen. Es ist immer noch einseitig jüdisch, da wird negativ dargestellt, nur dieser Satz, der Wahrsager, die Schlange Nachasch. Diese Dreieradix nach ist Ruhen und Chasch ist Eilen. Das ist unser Prinzip bei Lichtgeschwindigkeit in der Transversalen. Wenn sich was unendlich schnell bewegt, bewegt es sich gar nicht mehr. Und das ist die männliche Schlange. Und das siehst du in dem schönen 10 Gebote-Film mit Charles Heston. Diese Schlange, der Stecken, das Aufgerichtete, wenn er dann hier vom Pharao hinschmeißt, dann wird er in der Longitudinalen wird er chronologisch schlängeln. Sobald du den wieder in die Transversale hebst, hat er dann wieder die Macht in der Hand. Da weist dich kein Jude und kein Kabbalah darauf hin. Und ich kann immer wieder nur sagen, es geht hier nicht um ausgedachte Affen. Es sind ausgedachte Buddhisten, Bindestrich Menschen sind Affen. Alle Hebräer sind Affen, alle Deutsche sind Affen, alle Chinesen sind Affen. Sie sind schlichtweg und einfach das da mal Säugetiere, die du dir ausdenkst, wo du jetzt eventuell noch glaubst, dass sie sich auf einer Erdkugel befinden. Aber all die Sachen existieren nur, wenn sie von dir gedacht werden. Hier und jetzt in dem Kopf des träumenden Geistes. Das ist hundertprozentig sicher. Absolut.
Und jetzt kommt die andere Seite mit unserer Wasseroberfläche, die dich noch blinder macht. Das ist, wenn du glaubst, du wüsstest was, das ist der arrogante Besserwisser, der Neumaul-Klug. Der hört was, was ich aussage, und der sagt, das ist unmöglich. Das gibt es nicht. So ein Blödsinn, was reden der für einen Scheiß und hin und her, dieser religiöse Spinner. Das Geschwätz macht dich auch blind. Ja. Das sind die zwei Sachen im Hintergrund, wo du dir bewusst machen musst, was ist in dir unmittelbar, wenn du dir was anhörst, diese Vorurteile. Ja. Du hörst erst zu, wenn du vollkommen ohne vorabgestimmte Meinung zuhörst. Okay. Und dann bleib in dem, was ich jetzt ja mache, ich bleibe in deiner einseitigen Auslegung von Worten. Ich weise dir immer nur darauf hin, dass das immer mehrere Seiten, nicht nur zwei Seiten hat. Mhm. Es ist nicht nur was Gut und Böse. Selbst das Wort Schmerz, Unglück, da schreibe ich das Glück schon an, von dem mit der Un. Ja. Aber das ist interessant, weil wir haben jetzt Rot-Blau, das ist dann so ein Schlüssel, dich selber zu heilen. Ist es eine aufgespannte Existenz oder ein Verbundensein mit allem? Ja. Du bist mit allem verbunden. Du bist das verbindende Parameter für alles, was du dir jetzt denkst. Das wird es ohne dich nicht geben. Ja. Geist ist eben. Und wenn wir etwas herausheben, eine Wahrnehmung, eine einzige ist oben ein Haar, und dann ist natürlich ungespiegelt das andere Haar. Das ist unser HBH. Ja. Und dann hast du nun eine Existenz oben und eine Existenz unten. Ja. Wenn wir das wieder klein machen, wenn wir die Wasserlinie nehmen und ich sage mir unten rotes U, dann kippen wir das nach oben, da kriegst du oben ein blaues N. Mhm. Die zwei wieder verbunden, wird dann ein violettes O. Ja, das ist 2P, die 2Ps. Man muss es halt lernen, aber mir geht es nicht um Intellekt. Ich kann immer wieder nur darauf hinweisen, ich wünsche mir für dich, dass du dich wieder erinnerst, was du bist. Du bist ein Geist, ein träumender Geist, an dem sich nichts, überhaupt nichts verändert, weil er ist dieses Nichts. Egal an was du denkst, es verändert nichts an dir. Und das musst du dir bewusst machen. Es gibt keine Möglichkeit, dich selbst zu denken, ohne dich in dem Moment zu einer Information von dir selbst zu machen, die natürlich mit dem nächsten Gedanken wieder verschwindet. Und dann wirst du bis in alle Ewigkeit leiden und Überlebensängste haben. Du hast Angst vor etwas, was du dir überlegst, das Überleben, das ist die Welt der Gedanken, wenn in dieser Metapher mit El Hayom, wo du übrigens merkst, hier in diesem Minuske-Video wieder, wo er drauf eingeht mit El Hayom, ja, das ist eigentlich eine Mehrzahl. Es ist ein Plural und selbst Weinreb geht da nicht so genau drauf ein. Da gibt es viele Sachen. Ella für sich alleine heißt jetzt erst einmal Beschwörung und Fluch. Mhm. Da könnte ich sagen, meine Beschwörungen und Flüche. Das ist jetzt, die Grammatik macht es kaputt. Ja. Und du wirst bei keinem Juden finden oder bei keinem Hebräer finden, das einfach sagt, El ist Gott und das ist nichts. Ja. Das, was immer ist, nicht denkbar, unzerstörbar und alles gleichzeitig. Ja. Al, El, Le, Allah. Ja. Und Ha'im ist das Symbol des Meeres. Ja. Das ist in dem Lamm die 2M. Ja. Müssen wir dich jetzt ein bisschen die Regeln wissen. Ja. Und da gibt es nichts mit Intellekt. Und jetzt auch, ich mache jetzt nochmal eine Sache ganz gezielt, die Menschen, die du dir ausdenkst, solange die in einem Bereich sind und meinen, die wissen was, ob das Buddhisten sind oder ob von dir jetzt bewusst ausgedachte Buddhisten oder von dir ausgedachte Hebräer, Juden, Ultraorthodoxe, was auch immer, dann schau dir diese Figuren an, im Internet oder rein einmal als Gedankenvorstellungen, und die leiden alle an Hospitalismus. Habe ich oft darauf hingewiesen. Das ist ein Gefangenenkoller. Holofeeling heißt es, Gefühl, alles zu sein. Der, der immer ist, El Hayom, ist all seine Gedankenwellen. Alle, die er aufschmeißt. Er kann Wellen immer nur hier und jetzt aufschmeißen. Er wird aber nicht sagen, der Gedanke bin ich und die anderen Gedanken bin ich nicht und der Gedanke ist richtig und der ist verkehrt. Er ist einfach nur. Jeder Moment, der in dir auftaucht, der in dir zu fehlen scheint, ist doch deine Information. Ich muss jetzt nur wieder eine Stufe zurück, dass wir einen absoluten Mittelpunkt haben, ohne irgendeine Unterscheidung, und herausgenommen wird aus dem sowieso nichts. Ich mache das nochmal ganz einfach, dass ich sage, jetzt denken wir uns einmal was Unvorstellbares, nämlich ein unendlich großes weißes Blatt Papier. Du kannst ja immer nur Unterschiede wahrnehmen, da muss dir klar sein, dass das genaue Gegenteil im selben Moment ein unendlich schwarzes, eine, sagen wir mal, statt Papi erweckt, sagen wir einfach mal, eine unendlich große weiße Fläche erfordert im Hintergrund eine unendlich große schwarze Fläche. Mhm. Unendlich groß heißt, erst wenn ich die zwei habe, habe ich den Unterschied. Mhm. Und du denkst jetzt, dass das wäre ein unendlich großes Bild,
Und als Kontinuum, wir machen das jetzt einmal nur weiß oder schwarz. Und jetzt denkst du dir, das wäre Basel mit unendlich vielen Teilen. Dann muss man dieses Mitzer, dieses in Feldern einteilen. Das genau. ist das Stückchen. Das heißt, wir haben das Bild mit den Einzelheiten der Farben, wo drauf ist, ist aber vollkommen uninteressant. Sondern du denkst jetzt, hast du mal auf diese vollkommen gleichmäßige, unendlich große Fläche, unendlich viele kleine, so wie ein Baselstück auf einem weißen Blatt Papier, also dieses Raster. Die Struktur. Ne? Jetzt machen wir aus dem Kontinuum, machen wir schon eine Vielheit, aber da müssen wir uns jetzt schwarze Strichchen denken, weil ein Unterschied da ist. Ja. Was jetzt passiert in deinem Denken, dass es immer diese Sache Kollektion, Selektion, Kollektion, in den vorhergehenden Selbstgesprächen gehe ich darauf ein, du hebst nie was heraus, sondern du fokussierst dich. Mhm. Du bist immer fokussiert und wo du dich hin fokussierst, die Randbereiche waren unscharf. So, ja. Jetzt mache ich schnipp, du klatzt jetzt die ganze Zeit auf dem Monitor wahrscheinlich hier auf eins dieser zwei Gesichter. Entweder wahrscheinlich hast du, weil der Udo gesprochen hat, den Udo die meiste Zeit angeschaut und nicht den Redo. Und jetzt zoom dich einmal etwas auf und schau um den Monitor herum. Schau mal in die Tiefe des Raums. Und dann wirst du feststellen, plötzlich tauchen jetzt Sachen auf, die ganze Zeit nicht da waren. Die haben hundertprozentig sicher nicht in dir existiert. Die waren da, das war jetzt diese untere Oberfläche, die ich jetzt sichtbar gemacht habe, dass du dich fragen kannst, was ist eigentlich das Unmittelbare mit drumherum, was gehört da zu dem ganzen Bild dazu? Und wenn du jetzt neugierig bist, wenn du wieder wirst wie ein Kind, dann wirst du feststellen, dass es überhaupt nicht kompliziert ist, was ich erkläre. Weil das so kindgerechte Beispiel, ich sage, du kannst, ich erkläre einem 13-Jährigen die Relativitätstheorie mit einer Formel innerhalb von einer Stunde, dass dieser 13-Jährigen, wenn es ich ihn erklärt habe, das tausendmal besser verstanden hat, wie jeder Nobelpreisträger, den du jetzt ausdenkst, aufgrund der Tatsache, dass diese ganzen hochgebildeten Affen, die ja nur nachäffen, jeder erzählt ja nur, und jetzt muss ich chronologisch bewusst werden, jeder, der den Mund aufmacht, erzählt ja etwas, was er gehört hat. Ja. Und es ist so leicht zu durchschauen, im Anfang ist das Programm. Wir machen doch einfach jetzt, wenn du Ohrenbarungsschriften studierst, wer hat eigentlich entdeckt, dass Wasser aus Wassermoleküle besteht und ein Wassermolekül aus zwei Wasserstoffatomen und ein Sauerstoffatom. Wer hat das entdeckt? Wie will man das entdecken? Das geht nicht. Pass auf, das ist eine ganz klare Aussage. Ja. Du siehst keine Moleküle, zeig mir Wassermoleküle. Du weißt, wieso weißt du? Weil du geistlos nachäffst. Genau. Und dann baust du eine Vorstellung auf, nämlich die Vorstellung, die man dir erzählt hat. Ja. Das Ding davon, selbst jetzt der Unterschied zwischen Wasserstoff und Sauerstoff und Stickstoff, da gibt es ganze Absätze in den einfachen Ohrenbarungsschriften schon, die noch schwarz-weiß sind. Mhm. Wasserstoff, Sauerstoff, Stickstoff und noch einige sind Helium zum Beispiel, sind vollkommen unsichtbare, vollkommen geruchslose, vollkommen geschmackslose und vollkommen aus. Das heißt, es gibt überhaupt keine Möglichkeit, die in irgendeiner Form empirisch zu entdecken. Ja. Geschweige denn dann noch zu entdecken, dass aus dem Wasserstoff um das Proton beim normalen Wasserstoff ein Elektron rumkreist und beim Sauerstoff acht. Ja. Soweit ich weiß, habe ich gehört, hat man mir erzählt. Wenn man mir was anderes erzählt würde, würde ich dir was anderes erzählen. Es sind geistlose Affen. Die Symbolik im Hintergrund H2O, da ist das HBH mit drin und das Wasser ist das rote Wasser von Elhayam, von Gott. Dass diese einfache Symbolik, wo ich bringe, jeder 13-Jährige, der neugierig ist mit seinem Minimalintellekt, vor allem wenn er sich nicht reinmischt, mir geht es jetzt erst einmal, dass er deutsche Sprache versteht, kann das sofort hundertprozentig überprüfen. Du kannst keinen Menschen, den du dir ausdenkst, retten. Auch nicht den, an den du denkst, wenn du jetzt an dich selbst denkst. Ich sage jetzt nur wieder vom Säugling bis zum Kreis. Ja. Ja. Wenn das Angst in dir auslöst, frag dich warum. Aber ich komme nochmal zu diesen Wassermolekülen, zu dem Wassersauerstoff. Das heißt, es ist hundertprozentig sicher, dass es nie einer entdecken kann. Ich denke mir jetzt folgende Situation, dass einer da sitzt und den fällt ein, dass das so sein könnte. Aber dann kommt es aus ihm. Ja. Bei der Masse, die wir uns jetzt denken, als geistlose KIs, die das nachäffen, das sind nur KIs in deinem Traum, die das rezitieren, genauso wie ein Tonbandgerät, was rezitiert, eine Datei abgespielt wird. Wo kommt das Zeug her? Das ist doch mal aus dir, aus dem, der sich das ausdenkt. Ja, komm dann aber. Ich
kann dir das ja mit einer Elektrolyse zeigen. Er rezitiert, wisse, wenn wir jetzt da eine Batterie reinhalten und zwei Gefäße machen und dann die Bläschen aufsteigen, sehen wir, in einem Reagenzglas ist da doppelt so viel Gas wie im anderen. Und wenn wir das zusammentun, dann Gallius, dann gibt es Knallgas. Ich sage, hast du schön auswendig gelernt. Mhm. Im Anfang ist das Wissen, ist das Programm. Und das kannst du dann auch in Maßsetzung deiner Logik realisieren. Sichtbar machen. Aber schau einfach, was jetzt da ist, wenn die meisten sitzen noch nur noch vom Computern und schauen sich das an in jedem Teilchenbeschleuniger, all das ganze Zeug. Ja, genau. Es sind geistlose Affen. Bump! Ja. Ist jetzt, auch wenn ich es aber eminent ausgedrückt habe, in der Physiognomie dieses Pixelmännchens, es ist keine Beleidigung, es ist eine vollkommen wertfreie Beschreibung von genau. Ihnen. Ja. Das ist Holofeeling. Holofeeling arbeitet nur mit hundertprozentig sicheren Fakten, wo jeder Geist des Funken, jedes ein Teilchen von mir, kann das sofort nachvollziehen. Auf der Stelle überprüfen, es zwingt dich in keinster Weise, irgendetwas zu glauben, was du nicht hier und jetzt auf der Stelle überprüfen kannst. Mhm. Hier und jetzt heißt, es kann auch sein, wenn du das jetzt überprüfst, dass du sagst, ja, aber das kann ich erst morgen oder übermorgen nachschauen. Nee, es wird jetzt sein, weil es gibt keine Zukunft. Selbst das kannst du überprüfen. Du kannst nicht in einer Minute aufstehen. Du kannst nicht einmal in 5 Sekunden den Mund aufmachen. Abgesehen davon musst du dann zuerst wieder an den Kopf und an den Mund denken, mhm. um was öffnen zu können. Mhm. Und um etwas zu verneinen, sage ich, musst du das zuerst einmal denken, von dem du dann behauptest, dass es das nicht gibt. Genau. Das sind immer diese zwei Seiten. Ja. Das ganze Geschwätz, du bist allein. Du bist vollkommen allein. Der träumende Geist ist der Einzige, der den Traum erlebt. Niemals irgendwelche Figuren, und die kannst du auch nicht retten. Und du bist auch nicht in der Lage, von unten nach oben zu sehen. Du brauchst Vertrauen, und du wirst jetzt merken, in deiner Welt, in deiner Logik, wenn du in Zeiten gehst, ob jetzt das der Köppel aus der Schweiz ist, ob das Andreas Bob ist, was ja alles mehr Wirtschaftsmenschen und Nachrichtenmenschen sind, dass jetzt immer mehr kommen, die sagen, es gibt nur noch einen Ausweg, das ist Gott. Du musst wieder an Gott glauben, an ja. Vertrauen. Ja. Setze deine Hoffnung einzig auf den einen, der das erschaffen hat. Du wirst dann irgendwann nochmal, du wirst anfangen, dir selbst vertrauen zu müssen. Ja. Und du vertraust dir nicht selbst, wenn du ständig erklärst, was der und der gesagt hat und die machen. Ja. Weil das sind alles Informationen, die du dir jetzt erst einmal mit deiner alten Logik ausdenkst, vorstellst und dann nachäffst. Ja. So kommst du aus dem Hexenkessel nicht raus. Ja. Und jetzt sage ich ganz einfach, du schaust einfach, was sich in dir von Moment zu Moment abspielt. Ubi ja. spielt mit dir Leben. Das Leben, die auseinandergeschmissene Ballade Existenz, ja. ist die Welt deiner Gedankenwellen. Mhm. Und die verändern sich von Augenblick zu Augenblick. Ein einfachen Satz, wenn du von mir verstehst, hast du alles verstanden. Jeden neuen Gedanken, den du denkst, zerstört den bestehenden Gedanken. Jeder neue Blickwinkel, den du auf die Verabredung holst, zerstört den bestehenden Blickwinkel. Und in dir ist alles gleichzeitig in einem Kontinuum. Das ist ja. die Computermetapher. Ja. Und bitte bemühe dich nicht, wenn du dir jetzt Menschen ausdenkst, geliebte Menschen, Eltern, Kinder, Ehepartner, die retten zu wollen. Es funktioniert nicht. Ja. Wenn du jetzt leidest, wenn du Angst hast, das ist dein falsches Programm. So wie die jungen Leute jetzt ihre Zukunft retten wollen. Es wird morgen nichts passieren. Das Dilemma ist, dass sie geistlos nachäffen, dass sie sich auf einer Erdkugel befinden, und wenn die kaputt geht, können sie nicht mehr weiterleben. Genauso wie sie sich einreden, wenn ich kein Geld mehr habe, kann ich nicht mehr leben. Das, was dich am Leben hält, ist das derjenige, der dich träumen lässt, der dich jetzt in deinem Traum als Geistesfunk, als Brösel, als Protagonisten erwachen lässt. Nicht jeden Morgen, immer jetzt. Ja. Dem verdankst du dein Leben und nicht irgendwelchen von dir ausgedachten Sachen. Vergiss das ganze religiöse Geschwätz, um den Hospitalismus nochmal anzusetzen. Alle uniformieren sich. Schau dir, ich mache jetzt mal ein richtig krasses Beispiel, ultraorthodoxe Juden an. Ja. Wenn sie an der Klagemauer stehen, wenn sie ihre Defilin anlegen, mhm. Tradition und diesen da machen. Mhm. Geh, schau dir buddhistische Klöster an, wenn sie sich einspinnen. Das ist der Gefangenenkoller. Dann gehen dann zu, wenn Affen an den Stäben sind und die. Ja, ist genau das. Das ist die Symbolik im Hintergrund. Ja. Ich habe nochmal, ich habe das alles erschaffen. Es ist eine Führerscheinprüfungsbogenwelt.
Du musst es merken, dass du die Quelle bist, als träumender Geist zuerst einmal die Quelle bist für die Sachen, die du träumst. Es ist ja ganz einfach, nur wenn du jetzt akzeptierst, dass du träumst und im Hintergrund steht, es spielt sich nur immer einen roten Kopf ab, beröschet inmitten dieses Kopfes wird Himmel und Erde erschaffen. Das sind ganz einfache Sätze, das steht da wirklich, so kann man das auch übersetzen. Und es kommt aus mir, es ist wie eine atmende Kugel. Das ist immer mit der atmenden Kugel, die ganze Symbolik, jede Kleinigkeit, ich muss da ganz kurz einschalten, habe ich zwar jetzt nicht vorgehabt, aber ich mache es trotzdem schnell. Wir schauen uns mal hier Kugelwelle an. Das ist übrigens dieses Video, von dem ich gerade, das siehst du ja dann in den Update. Ja. Und jetzt guckst du mal, ob ich zeig jetzt einmal Kleinigkeiten. Wir schauen uns einfach einmal hier Kugelwelle an. Schau, das Wort Kugelwelle allein schon. Kugelwelle. Schau mal. Konsonante Radix K, G, L. Daumen in der Kugel, das ist rot gelesen, das vorhandene Geist ist das Licht, wohlgemerkt die Lampe im Projektor steht für Geist. Und dann haben wir, wie du es dir ausdenkst, dein ausgedachtes im Gehirn, dieses Gehirnlicht. Und wenn ich jetzt weiß, dass die Vorsilbe K im Hebräischen wie heißt und Gal heißt Welle, heißt es wie eine Welle. Mhm. Jetzt ist hier eine Kugelwelle, die Welle ist natürlich ganz interessant, weil wir haben jetzt ein doppelt aufgespanntes L. Und das ist jetzt über dir. Da haben wir jetzt schon Ü, 2 U, BR, Polar, weg, BR, Polar, weg, BR. Das ist das aufgespannte augenblickliche Licht. Das ist das, was ich die Welt einer Gedankenwelle nenne. Und L, Le, wird auseinandergeschmissen. Das über dir. Das ist die Welle. Wo ich immer wieder sage, Le oder Ala ist, was doppelt aufgespannt ist. Ja. Das ist nichts und das alles. Ja. Schau mal hier, worauf ich jetzt hinaus will. Sind ich jetzt flächig dargestellt, zweidimensional eine Öffnung des Meeres. Mhm. Die Öffnung des Meeres. Und jetzt hast du innen einen roten Punkt, der platzt auf über das Farbenspiel und breitet sich in der blauen Welt. Blau. Wieder wie Chol. Kafkol. Das ist das hebräische Wort für blau. Das ist die Schminke, die du dir vor die Augen legst. Chol ist das Weltliche. Das ist das Weltliche, das sich um dich herum ausbreitet. Das ist Matrix. So, und jetzt gehen wir mal in die phönizische Schrift. Das sind meine Symbolik. Adam ist ja der Rote im Zentrum, der platzt dann über Gelb, platzt da auf hier, dann kommt ganz kurz das Farbenspiel. Da müsste man sich jetzt mit dem Farbenspiel Gottes, den zwei Schriften, den Ohrenbarungsschriften, auseinandersetzen. Und jetzt machen wir mal die phönizische Schrift. Du gehst immer wieder davon aus, dass da außen Menschen sind, die in das Wikipedia-Einträge machen. Ich kann mir die Versionsgeschichte mir anschauen, das ist lauter so ein Zeug. Wenn ich da jetzt reingehe, aktuell, Unterschied aktuellen Versionen, und dann siehst du, wer oder was da irgendwelche Einträge macht. Ist natürlich, das sind nur Worte da. Ja. Das allererste, du hast jetzt Worte vor dir. Und diese Worte sind schlichtweg und einfach für dich jetzt einfach ein statisches Bild. Und sobald du zum Lesen anfängst, machst du Geräusche draus? Vorhergehende Selbstgespräche anhören. Aber was passiert jetzt, wenn du der deutschen Sprache nicht mächtig ist, wenn jetzt das Arabisch oder Chinesisch oder sonst wie dastehen würde? Dann würdest du das Bild wegzappen, weil du damit nichts anfangen kannst. Und schau mal, das ist natürlich jetzt ganz interessant. Dieses phönizische Schrift ist diese Tabelle hier. Mhm. Das kann keiner wissen, den du dir ausdenkst. Da ist nämlich das komplette Farbenspiel mit da. Und da hast du genau das, was ich im Farbenbild beschreibe, nochmal jetzt aufgeteilt hier schlichtweg und einfach in diesen Zeichen, griechisch, althebräisch, phönizisch und dann noch das arabische Alphabet dazu. Mhm. Und dann wirst du feststellen, das ganze A beginnt beim Roten. Mhm. Der Rote war 2. Ab ist der Vater und die 2, er macht sich zuerst zu einem Adam. Und Adam ist Denker und Ausgedachtes. Das ist der träumende Geist. Die sind aber beide immer gleichzeitig dort. Den einen gibt es nicht ohne den anderen. Und dann gibt es jetzt in der C, ist ja gleich G, siehst du? Der ist noch rot. Dann haben wir, dieses Rot ist geschlossen. Und in dem E, in dem J, kommen wir jetzt langsam, das Gelb. Gelb, wieder zwei Sachen. GL, eine Gehirn. L jetzt mit 70 gelesen. Das Gehirn, das jetzt was hochhebt, symbolisch gesehen, ein Verstand. Oder eine Facette. Genau. Rot machen. Siehst du, das ist Finis. Ja. Ich sage mir Infinitus. Im Unendlichen. Finis, ja, im Roten.
Dann haben wir hier, das G ist noch rot, das ist der Geist, der gehört zu dem Roten, das C ist das Licht, das ist rot, das rote Licht. Und jetzt kommst du ins Grüne, das hat die Wahrnehmung. Ja. Und wir können jetzt runterfahren über dieses Schema, bis du in die Purpurlinie kommst, QRST. Ja. Da habe ich übrigens meine Nadja, weil es mir gerade einfällt, wenn du ein bisschen Medizin studiert hast, wirst du nämlich feststellen, da gibt es das einmal in dem EKG. Kann man alles schön machen. Ein Eckgeist. Zum Beispiel eben nur hier und jetzt ist Geist, EKG, KFG, gibt es einen sogenannten QRS-Komplex. Mhm. Das sind die sogenannten Kammer-Anfangsschwierigkeiten. Du bist jetzt in eine Kammer Obscura eingesperrt und du bist nicht in der Kammer, sondern in dem Punkt zwischen der Kammer und den Obskuren, dem Krishna. Mhm. Dieses ausgedachte Zentrum. Und das sind Kammer-Anfangsschwierigkeiten. Lies einfach deinen Rosh und deinen Schirmbel, wenn du Medizin studiert hast. Das habe ich nochmal, die Nadja ist ja studierte Ärztin, eine Frau Doktor, die hat so einen Vogel rausgehauen, wo wir in die Medizin gehen. Die sagen, die haben überhaupt keine Ahnung an der Uni. Mhm. Und das wird gefolgt von einem T-Zacken. Mhm. Was auch immer das heißt. Ich arbeite mit einem Wissen, wo ich immer wieder sage, es entzieht sich dem geistlos nachgeäfften Wissen deiner Menschheit und du kannst es ganz einfach machen, indem du in dich reingehst und einfach zuhörst in dieser einfachen Form, ohne irgendein Vorurteil, die zwei Seiten, ohne zu sagen, oh, das ist immer zu viel und das verstehe ich nicht und da komme ich nicht mit. Ich sage, na, bleibst du noch ein paar tausend Jahre da. Oder du sagst so ein Blödsinn, diese Arroganz, ein geistlos nachgeäfftes, vollkommen fehlerhaftes Wissen, das du übrigens nicht einmal überprüfen könntest, wenn du wolltest. Ich gehe da gleich wieder zurück, dass ich nochmal sage, diese einfachen Metaphern von mir. Wenn du jetzt Selbstgespräche hörst, zum Beispiel, garantiere ich dir, dass über 50, 60, 100 Mal die Sache mit dem ersten und mit dem zweiten drauf ist. Ich bin der Erste. Alles, was ich behaupte, kann jedes Kind hier und jetzt sofort auf der Stelle mit hundertprozentiger Sicherheit überprüfen. Jetzt sage ich wieder Schnipp. Ich behaupte, dass jetzt die ganze Zeit vor dir keine Tastatur war. Vorausgesetzt, du sitzt jetzt vor dem Computer und hast kein Handy in der Hand. Und jetzt schauen wir auf die Tastatur. Und die war ab dann VR in einem gewissen Maß in dem unteren Rand, wo ich gerade erzählt habe, war die da. Ja. Das hat aber nicht existiert. Ja. Ja. Wenn du die Tastatur jetzt anschaust, da behaupte ich auch wieder ganz schlichtweg und einfach, ich behaupte, dass du nicht jetzt in dem Moment, obwohl du dir das da du anschaust, nicht das kleine Ad-Zeichen, den Klammeraffen, auf dem Kopf siehst, auf dem Kaff, das hebräische Wort für Affe. Ja. Und meinst du, das ist Zufall, dass die auf das Q den Klammeraffen drauf gemacht haben? Ich bin da so oft drauf eingegangen. Es gibt in meiner Welt keine Zufälle, weil letztendlich die Figuren, die ich ausdenke, genau das machen, was ich ihnen tun lasse. Und jeder Musiker, der einen Liedtext schreibt, der schreibt genau das nieder, was ich ihm einfallen lasse. Und das kommt aus einer allereinzigen Quelle, einem unendlichen Kontinuum, wo jeder dieser unendlich vielen Gedanken winzige Puzzlestückchen sind von dem Heiligen Ganzen. Das man Gott nennt, das ist das Hieros. Die Quintessenz dieses Iros von dem Jesus. Was natürlich dann das Sus, das Pferd im Hebräischen ist, das Schwein im Lateinischen. Lat, Latte, auseinandergeschmissene Erscheinung. Aber Schwa, logisch doppelt aufgespannt, das hebräische Wort Schwa ist ein Vokalzeichen, das heißt nichts. Das Nichts ist Ain, das nicht existieren. Darum ist der Sus, der Jesus als Symbol, kannst du dir jetzt denken. Aber als Geist ist der nicht existierend. Genau. Der Christus, das ist übrigens QRSD, Christ, das ist genau die 100er Radix. Das genau. Ist die Ebene, die rote 100, die blaue 100, als Affinität bezeichnet, ist als rote 100, ist es der wirkliche Mensch, der erwachte Mensch, das Gotteskind. Jetzt weiß ich natürlich wieder, wenn die Grundlagen fehlen, kannst du nichts anfangen, aber mir geht es momentan nicht um Wissen. Und dann lassen wir es gut sein. Mir geht es einzig und allein darum, dass du akzeptierst, dass du etwas Ewiges bist. Du Geist, der du mich jetzt ausdenkst, den Brüssel Udo sich ausdenkt und mich sprechen hört. Der den Traum erlebt, dieser träumende Geist, ist nichts, was existieren könnte. Alles Existierende ist vergänglich. Du bist ewig. Diese Sätze, an was denkst du, wenn du an dich selbst denkst? Dann baut sich eine Information in dir auf. Wann hast du zum Denken angefangen? Jetzt wird deine Logik jetzt eine Vergangenheit denken, jetzt. Das ist ein
Faktum, eine hier und jetzt überprüfbare Tatsache. Holofeeling arbeitet nur mit Fakten. Das heißt, man musste dir was denken, dass es da ist. Aber wo kommt es her? Niemals von außen. Halt einfach das erste und das zweite Gebot. Mach dir kein Bild von dir selbst und kein Bild von irgendwas, da die eroben. Das heißt eine polare Existenz, die erdgeöffnete Berechnung generiert oder da unten drunter. Du bist immer dieses Zentrum. Und da brauche ich keinen Intellekt. Und jeder, der das nicht wahrhaben will, und dann jetzt kommt das, was ich sage, du wirst als Brösel unter Brösel, wenn du das ansprichst, wirst du die vollkommene Geistlosigkeit und Rechthaberei der Menschen um dich herum oder Ahnungslosigkeit oder Dummheit, nenn es, wie du es willst. Du MM, Dual, wirst du übrigens feststellen, ist eigentlich umschrieben, ist nur ein anderes Wort im Hebräischen wie für Materie. Was ist Materie? Ein Computer, das Gehäuse, der Computerchip, das ist Materie. Existiert nur, wenn du es denkst. Ein menschlicher Säugetierkörper ist Materie. Ein Gehirn ist nur Materie, wenn du es denkst. Die kriegen nicht mit, dass du sie denkst, dass du sie träumst. Also akzeptiere, es macht dich all ein. Das alles und diese 2L, hochinteressant, 30 und 30, sind 60. Die werden in der Synthese zum roten Bewusstsein bzw. blau gewesen zu irgendeiner raumzeitlichen Erscheinung. Darum lebst du in Illusionen. Schau mal, I ist Gott. Ja. L ist 30, 30. Mhm. U steht im Hebräischen auch für verbinden, für und. LL verbindet sich zu S. 30, 30 wird 60. Ja. Ich fange sogar zum Rechnen an mit diesen Zahlen. Genau. Das Feeling überragt auch die hebräische Kabbala um geistige Welten, mhm, weil die noch sehr einseitig sind. Das merkst du, wenn du in Gita Muse anhörst. Das ist Weinreb. Ich betone auch immer, ich schimpfe, ich sage, es ist wundervoll, aber die sind so viele Kleinigkeiten, was ich jetzt in diesem Selbstgespräch, der kleine Auszug, wo dieser Clip drin ist, mit der Hirnwichserei, was er hier über die Nachasch sagt, ist schlichtweg und einfach richtig. Aber es ist weißt du, wie oft ich darauf hinweise, dass du von mir niemals hörst, egal was irgendeine Figur in deinem Traum äußert, die du dir wohlgemerkt ausdenkst und träumst, dass das nicht stimmen wäre und nicht richtig und wichtig wäre, aber nur ein bisschen. Ja. Ich sage jetzt nur zum Abschluss, wenn einer behauptet, der Küche ist ein Herd, hat er ein bisschen recht. Oder Salzstreuer. Aber nur ein bisschen. Das ist das Einzige, was man verstehen muss. Und es passiert von alleine, ich lasse in dir Wunder auftauchen, wirkliche Wunder, wenn du anfängst, an dich selbst, sprich an uns zu glauben. Und wir sind nur zwei. Ich vom Bücherregal, das nenne ich Rot JCH, die 4X musst du verstanden haben. Und als Geistesfunken ICH, das ist wie das IJ in unserem Alphabet. I ist die 9 und J ist die 10. Und 9 ist neu, die neue Existenz, der neu erwachte Geist in einem neuen Traum, das ist der Neo in der Matrix. Ja. So, das war's dann nochmal. Und Batsch.